Hallo und herzlich willkommen auf Evo 2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WW2K20, dem interaktiven Community Universe, dem Evoverse. Gestern bereits das erste Championship-Match hier in dieser neuen Staffel gesehen. Es gab bereits einen Titelwechsel. An dieser Stelle nochmal Glückwunsch an den Mike Leroy. Und natürlich geht es heute auch weiter mit Championship-Matches. Und wenn ihr auch Lust habt, mal ein Championship-Match zu haben und ihr seid das erste Mal hier auf meinem Kanal und schaut euch dieses Video gerade an, dann könnt ihr natürlich auch mit eurem erstellten Charakter hier mitmachen. Werft dazu mal einen Blick in die Videobeschreibung. Dort ist ein Video verlinkt und zwei Dokumente mit Teilnahmedingen, die ihr bei der Charaktererstellung berücksichtigen müsst. Und ja, wenn ihr den Charakter dann eingereicht habt, am besten auf meinem Discord-Server vorbeischauen. Dort findet ihr alle Informationen, ob euer Charakter zugelassen wurde. Und wenn er abgelehnt wurde, habt ihr natürlich dann nur die Möglichkeit, das Ganze zu verbessern. Ansonsten täglicher WW2K20-Content auf meinem Kanal. Wenn ihr darauf Lust habt, dann lasst doch mal ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr Teil meiner Community werdet, wir diesen Weg in Zukunft gemeinsam bestreiten würden, dann wünsche ich euch jetzt immer ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und los geht's. So, und da starten wir auch direkt mal mit dem Match zwischen Florian Nightmare und dem Adam Parker. Dann drücken wir natürlich beiden ganz fest die Daumen. So, und dann sind wir hier wieder in der Arena. Das ganze Match wird natürlich von Michael Phillips angekündigt. So. One Fall. Wir haben es vergessen. Wir sind auf jeden Fall jetzt drin und wir sehen direkt mal hier einen Beast Slayer Entrance. Und das wird Florian Nightmare sein. Der Mann mit der Fackel. Den haben wir auf jeden Fall schon gesehen, weil ich weiß, dass er der Einzige mit diesem Fackel-Entrance ist. Deswegen, ja, zünde einfach mal hier die LEDs an. Macht ja nichts. Und ja, dann gehen wir mal weiter und warten auf den Champion. Ich bin mal gespannt, ob der heute auch wieder mit dem roten Titel zum Ring kommt oder ob es der schwarze ist. Es ist tatsächlich der Rote. Ich sag's doch, das war hier wegen der ersten Staffel. Jetzt ist ein Jahr vorbei, jetzt wird alles gut. Wahrscheinlich sind jetzt sogar die Rankings hier, dass sie sich verändern. Ja, aber Adam Parker kennen wir ja. Der Titel passt übrigens hier zu seinen Kopfhörern. Ach, auf einmal ist der Titel schwarz oder was? Alles klar. Ganz klar, natürlich. Das ist zu viel für mich, das überspringen wir dann. Das ist echt zu gut. Er kommt mit dem roten Titel und der verfärbt sich dann einfach so. Warum nicht? Ist doch gar nicht so schlimm. Ich meine, das Spiel ist jetzt bald erst 3 Monate draußen. Kann mal vorkommen. Ich sehe es schon kommen, das ist wahrscheinlich hier 2K. Die gucken sich jetzt diese Videos an und sehen dann nur, wie ich hier gerade am Meckern bin. Aber so was Positives sehen die gar nicht, wenn ich das Spiel lobe. Genau, he is the. Alles klar. So, also wenn er nur der ist, dann können wir ja hier auch überspringen. Dann interessieren wir gar nicht hier, wie das Ganze aussieht. So, ich habe es jetzt auch geschafft, dass ich die HODs von Anfang an ausstelle. Dann schauen wir mal, wie das Ganze hier so ausgeht. Also wie gesagt, ich bleibe dabei. Wir haben jetzt so lange gesehen, wie die Matches mit HOD laufen, dass wir uns sowieso denken können, wann das Ganze hier vorbei ist. Einzige, was wir jetzt halt nicht mehr sehen, sind die Paybacks und alles. Also da ist halt der Spannungsfaktor. Aber sonst, den Matchverlauf, das kennen wir ja. So, und jetzt Pinfall. Das reicht bestimmt schon. Nee. Ich hab gedacht, das war's. Alles klar. Fantastische Kamera, man sieht überhaupt nichts. Und da posiert er. Da sagt er, er ist Rob Van Dam. Und dafür fängt uns erstmal ein Dropkick jetzt von Nightmare. Reverses. Can he make him pay?
With the championship at stake, you know these superstars are going to give everything they can to win here tonight. Back now inside the ring. Hey, wir sind schon wieder im Ring. Ooh, what impact. He continues to press forward. Yeah, well, it's not how you start, but how you finish. Hat mir geschmeidig die Beine weggezogen. That's a good way to make your presence felt. Champ taking the worst end of the exchange. Taking on some offense, but he expected as much. Gets him with a counter. And again, yet another counter. Oh, dieser Stomp, der sieht einfach, keine Ahnung, so dumm aus. Ich finde, selbst bei Kofi finde ich nicht cool. Uh-oh, submission move. Kommt die Befreiung von Adam Parker. Bad vibration. Too quick to catch him there. Und Neckbreaker. Ein Boot einer, dem gefällt es gar nicht. Und Parker fängt ab, das könnte ein Signature vielleicht gewesen sein. Wir werden es nie erfahren. Doch, das wird er gewesen sein, weil Parker jetzt hier schon seinen Turtle Rack GTS hat. Kickout von Florian Nightmare. Ja, und da soll Comeback kommen, so wie es aussieht. Und das ist ein cleverer Comeback-Taunt. Der geht halt schnell. Das ist das, was ich letztens kritisiert habe bei vielen, die sich einfach überhaupt keine Gedanken darüber machen. Wenn Comeback-Town zu lange dauert, da gibt es schon den Superman-Punch. Nochmal der Kickout von Florian. Aber er hat ja nochmal einen Finisher, der Adam Parker. Und eigentlich Reversal von Florian. Adam Parker kommt wieder zu sich. Und der Running Bulldog. Jetzt ist halt die Frage, hat er seinen Finisher hergegeben oder Paper sehen sich gerade nur auf. Der Rainmaker DDT. Das ist Rope Break. Ich glaube, der hat den verloren. Das war wahrscheinlich eben der Reversal. Snap Suplex. Und jetzt bin ich gespannt. Ist das ein Signature? Gibt er auf? Kann ich gar nicht vorstellen, weil Parker hat ja gar nichts eingesteckt. Nee, gibt auch nicht aus. Ja, jetzt rollt sich Florian unters Seil. Und es geht in den Ring zurück, so wie es aussieht. Ja, und da werden wir hier Backen berafft. Und ich denke mal, das wird jetzt gewesen sein hier nach diesem Kick. Nein, nochmal, dann hat er jetzt einen Widerstand gehabt. Jetzt wird wahrscheinlich Florian dann gleich das Comeback einsetzen. Noch nicht. Vielleicht voraus auch gar nicht.
Was machen die denn da? He may have to do something spectacular. He may have to reach deep into his playbook to figure something out to earn a win. Oh my god! Alles klar, Reverse Frankensteiner. This is awesome chance und jetzt Pinfall. Ja. Und Florian Heidmeier kassiert eigentlich das ganze Match und setzt sich dann nach diesem Oh my god Move durch. Glückwunsch dazu. Und ich meine ja, wir haben gesagt, dass der Adam Parker, nee, Quatsch, war er gar nicht. Ich dachte, Adam Parker ist schon, dass er aufsteigen könnte. Ja, so weit ist er noch nicht. Und wir haben einen neuen Raw European Champion, der Florian. Zweiter Titelwechsel hier bei der Undercard-Szene. Dann schauen wir mal, was sonst noch so bei Raw passiert. So, wir hatten noch Leon gegen den Fabsi, da setzt sich Fabsi durch. Dann haben wir Kurt Apokalypse gegen Brad Cage, hier setzt sich Kurt Apokalypse durch. Dann haben wir Overflame gegen Aleister Black in einem ECW-Match, hier setzt sich Overflame durch. Dann haben wir Zack Ryder und Kurt Hawkins gegen die Street Profits, hier setzen sich die Street Profits durch. Lashley trifft auf Rusev, hier setzt sich Lashley durch. Ricochet gegen Samoa Joe, da setzt sich Ricochet durch. Dann Randy Orton gegen Brock Lesnar, hier setzt sich Lesnar durch. In dem Main Event Snowman gegen Seth Rollins im Begleitung von Akam, Reza und Buddy Murphy, hier setzt sich Seth Rollins durch. Ja, dann sind wir hier bei Raw schon wieder fertig und dann gehen wir direkt mal zu NXT rüber und schauen, was da heute so passiert. So, dann starten wir bei NXT mit Martin Henderson gegen den Blue Warrior. Da setzt sich Martin Henderson durch Black Destroyer gegen Nick Devil. Da setzt sich der Black Destroyer durch Mike Leroy gegen Lee Junger. Da setzt sich Lee Junger durch. Dann haben wir hier Fandango und Tyler Breeze gegen Mustache Mountain. Es setzen sich Mustache Mountain durch. El Brojo hat es in einem ECW-Match mit Van Avalanche zu tun. Da setzt sich Brojo durch. Keith Lee gegen Jackson Ryker. Da setzt sich Jackson Ryker durch. Aiden Calipale gegen Sinister. Da setzt sich Aiden Calipale durch. Dann der Champion Tony Torpedo gegen Joe the King. Hier setzt sich Tony Torpedo durch. Und ja, der Main Event, es geht um den North American Championship, den Joey Samuels hat. Und das ist jetzt auch neu in dieser Staffel. Wir werden jetzt wieder bei den Championship Matches die Manager dazu packen, weil die greifen ja sowieso nicht ein. Und dann sieht man wenigstens auch mal die Manager. Und ja, schauen wir mal, wie sich hier Joey Samuels in Begleitung von Masked Circle 1 und Masked Circle 2 schlagen wird. Schwung ist natürlich normal, Einzug ein. Los geht's. So, dann sind wir jetzt hier bei NXT und warten erstmal auf Bro. Der Mann mit Badeschlappen kommt zum Ring. Und übrigens wollte ich nur sagen, das hat jetzt nichts mit Joey Samuels und dem Winner's Circle zu tun. Diese Änderung hatte ich sowieso schon gestern eigentlich geplant. Ich habe es allerdings vergessen zu sagen. Und gestern war ja keiner von den Champions dabei, der sowieso Manager hat. Also der war keiner dabei, der jetzt in den Stable gehört. Wir warten ja kurz, dass hier Matt Riddle fertig ist. Wir haben ihn mal noch gar nicht gesehen, komplette. Ja, komm, wir warten einfach. Wir gucken uns Matt Riddle mal den kompletten Einzug an. Auch wenn das Spiel jetzt schon so lange draußen ist, wahrscheinlich, dass jeder kennt. Aber wir sind ja hier im Evoverse. Hui, weg sind die Schlappen. So, ja, und dann gucken wir uns mal den ganz spektakulären Entrance von dem Winner Circle an. So. Durchs Publikum kommen sie. Hat ein bisschen was von Havoc, aber ich meine, du hast ja nicht so viel Auswahl, was du beim 3-Einzug einstellen kannst. So, erstmal auf die Fans drauf treten. Ja, brief einfach ab, genau. Weg da! Weg! Wir müssen hier durch! Vielleicht sollen wir doch den Evolution-Dings nehmen. Sieht vielleicht doch ein bisschen besser aus. So, Circle 1 und Circle 2. Es hat schon ein bisschen was von Slipknot mittlerweile. Ich glaube, wir gehen wirklich auf das Evolution-Ding. Weil sieht gerade bei NXT halt echt bescheuert aus. Circle 1 und Circle 2. Ich mag die Masken. Vielleicht enthüllen wir einfach die, wer da drunter steckt. Lass die Masken jetzt einfach mal so.
Oh, hier, nochmal die Shield-Pose machen. Boom. Ja, würde ich sagen. Schauen wir mal, wie sich Matt Riddle hier so schlagen wird in dem Match. Genau, es wird nicht mal hier der reale Wrestler mit Namen angekündigt. Also warum auch? Ich dachte mal, das ist so ein Problem von den erstellten Wrestlern. Aber dann ist das wohl doch nicht so. Also, schauen wir mal. Direkt mal der Bull. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was Matt Riddle für ein Ranking hat. Habe ich nie drauf geachtet, aber ich glaube, so hoch wird es nicht sein. Lass den vielleicht nur 79 oder 81 haben. Aber er macht es eigentlich ganz gut. Jetzt kommt allerdings der. Ja, das war mein Hund, der hier gerade rumgeschlackert hat. Was hat der denn jetzt? Ja, Vertical Suplex. Guck doch was, Sam, jetzt. Guck nicht nur zu, Mann. Oh, bitte schmeiß ihn nicht raus. Dann guck lieber nur zu. Ja, Reversal von Riddle. Ja, Armbar, aber das ist Rope Break. Hallo, der tritt doch sogar gegen das Seil da hinten. Das wackelt doch. Alles klar. Das ist ja lustig, oder? The challenger is looking shaken. He had to be prepared to take some damage tonight. Was ist denn hier jetzt los? Oh, er schlägt vorbei und Samuels kriegt es trotzdem schon. Was soll das denn hier jetzt schon wieder? Hat der auch noch andere Moves drauf? Oh, du hast dir nichts gefallen, Samuels. Oh. Gut, dass wir darüber geredet haben. Was setzt er so Possum ein? Hoffentlich rächt sich das nicht. Alter! Der reißt vielleicht einen Arm aus, habe ich das Gefühl. Was war das denn jetzt? Keine Ahnung, wie weit ich vom Signature weg bin. Ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern. Wieder Reversal von Riddle. Alter Schwede. Der macht's nicht schlecht, leider. Ja, Samuels rollt sich erstmal raus. Komm, du hast doch Reversal, Junge. Sag ich doch. Was stellen wir jetzt Lustiges an? Sowas habe ich drin? Okay. Gut zu wissen. Das ist schon zum Scheitern verurteilt, weil ich habe, glaube ich, keine hohe Sprungreichweite. Okay, er weicht aus. This might be big. Break your crown. Okay, es war anscheinend noch kein Signature. Here comes Matt Riddle. Oh, nein, GTS. German Suplex. Oh, oh. Da kommt er raus. Sag ich doch. Genau, steh wieder auf, Junge. Oh, Gottchen, ey.
Tut sich echt schwer. Ich glaube, das Match ist wirklich spannender, als alle dachten, hier gegen Matt Riddle. Okay, jetzt vor. Okay. Pusht er sich erstmal, alles klar. So, da ist Circle One. Oh nö! Is it fully locked in? This could be it. Das ist ein fucking Standard, das geht uns auf die Nüsse hier. Jetzt hält er mich fest. Was hat er denn für Attribute? So, jetzt wieder um Posten. Es wird langsamer Zeit für einen Special Move, Herr Samuels. Macht mich krank, das hier zu sehen. Oh, das ist GTS-Time. So, jetzt schauen wir, was das ist. Verdient wär's ja, glaube ich, nicht so wirklich. Kick out bei 1. Da siehst du einfach, wie wenig ich dir bis jetzt schon Körperschaden hier zugefügt habe. So, wo geht's jetzt hin? Mach mich hier am Ringse. Oh, da kommt der Reversal. Aber ich habe ja noch meinen Finisher. Der soll jetzt wohl kommen. One Winged Angel. One Winged Angel. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Gute Nacht. Wie gesehen, da hat der Hintern rausgeguckt aus der Hose. Das hat der AJ Styles auch mal. Da ist gerissen, ja. Am Ende, ich weiß nicht, wie knapp es jetzt war. Aber auf jeden Fall war es spannender, als ich persönlich auch dachte. Samuels verteidigt also seinen Gürtel. Weiterhin North American Champion. Und ja, wir warten auf den nächsten. Ich hoffe immer, dass Maska so langsam mal da zu Potte kommt, damit er mein Gegner wird. Dann präsentieren wir das gute Stück immer der Crowd. Gewöhnt euch dran. Habt ihr ja schon. Sind ja schon ein paar hundert Tage. Und ja, dann gehen wir mal weiter. Jo, damit wären wir dann hier mit NXT fertig und dann schauen wir uns mal an, was wir dann heute noch so bei SmackDown zu sehen bekommen. SmackDown Live startet heute auch mit dem Undercard Championship Match, das SmackDown European Championship Match zwischen Lawrence Miller und dem Janodopoulos. Und da drücken wir natürlich auch wieder beiden Abonnenten ganz feste die Daumen. Jo, dann sind wir auch hier wieder. One Fall. Ja. Vielleicht kommt ja noch einer. Oder suchen sie jetzt einen Freiwilligen? Hallo. Ah. Doch, wir sind jetzt hier quasi. Das Ganze fällt aus. Ja, Lawrence Miller. Ihn haben wir lange nicht mehr im Einsatz gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Von Queens, New York. Der hat auf jeden Fall gute Laune, der Mann. So, das überspringen wir dann nochmal. Den seinen Einzug kennen wir ja. Ich glaube, das ist einer mit Wiedererkennungswert. So, und Janodopoulos gucken wir auch nur ganz kurz rein. Seinen haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. So, die Gefahr, wenn man sich so als mit dem Undertaker Entrance macht, haben die Leute sowieso keine Lust, das zu sehen. So, da ist er. Warten wir ganz kurz die Ankündigung ab. Vielleicht kommt noch gar keine. Es kommt nicht mal. Na gut, dann gehen wir halt weiter. Hey, ein schwarzer Gürtel. Alter, dieser Größenunterschied, wie so ein kleiner, der gerade in die Schule kommt. Versucht er jetzt irgendwie auszutanzen oder was? Hauptsache bei ihm wird das ganz angekündigt. Oh Gott. Hier ist The Monster, alles klar. Gut, dass wir darüber geredet haben.
Zum Glück haben wir diese Titel so einen Erkennungswert, sonst würden wir jetzt nicht wissen, was es ist. Also Lawrence Miller gegen den Janodopoulos. Miller, ich wollte gerade sagen, mit dem besten Beginn, aber das Ganze wird schon relativ früh dann gekontert. Abwechslungsreich ist es. Ich habe gerade gesehen hier. Also die Mid-Card, das ist echt lustig. Die Undercard hat bis jetzt jeder Titel gewechselt von den Matches, die wir jetzt hatten. Und die Mid-Card wurden bis jetzt alle verteidigt. Haben wir gestern gesehen, Ray hat gegen Yuri gewonnen. Und heute der Sieg von Samuels gegen Matt Riddle. Schauen wir mal, ob hier Baron Corbin dann auch verlieren wird. Der ist ja auch noch dann dran. Aber jetzt geht es natürlich auch darum, wenn jetzt so diese ganze Serie weitergeht, müsste eigentlich Lawrence Miller heute gewinnen. Oh, ich freue mich schon so hier auf die Main Events dann. Ich glaube, so ein Drew McIntyre gegen Snowman könnte gut werden. Johnny Gargano gegen Tony Torpedo. Und das wird eine richtig krasse Nummer. Denn wir hatten drei Wrestler bei SmackDown mit der gleichen Punkteanzahl. Valeska, Daniel Bryan und Bray Wyatt. Das heißt, also, wir werden noch ein Fatal 4-Way-Match sehen um den Titel. Und schmeißt dann raus? Nee. Bei dem Fatal 4-Way-Match werden wir es dann aber so machen, dass nur derjenige, der gepinnt oder zur Aufgabe gebracht wird, der verliert seine Punkte. Außer natürlich ist es der Champion. Und ansonsten behalten die anderen dann die Punkte. Also wir werden da kein Elimination-Match draus machen. Aber hier, Lawrence Miller schlägt sich gar nicht so schlecht in dem Match. Auch wenn er oft auf Reise geschickt wird zum Fliegen. Was hat er gut gemacht? Das war allerdings zu früh. Und jetzt braucht er zu lang. Oh, das sieht nach einem Chokeslam aus. War das ein Signature? Ich glaube ja. Reicht aber noch nicht. Miller steht wieder. Headbutt. Und jetzt soll der Finisher kommen. Das könnte kritisch werden. Ja, wobei der Tombstone wird jetzt wahrscheinlich in Rope Break. Eigentlich nicht. Lawrence Miller kommt raus. Die Crowd hat Bock drauf. Noch zu tanzen, Mann. Okay. Whipper, Snapper. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob das reicht. Nee, Kickout bei 1.
Dann sieht er am Curbstorm aus. Ich glaube nicht, wenn der bei 1 rauskommt, dass das jetzt reicht. Ja. Das war klar. Das ist Comeback. Könnte sein. Wieder gekontert. Ich glaube, jetzt ist so langsam dann doch Yiannopoulos in der absoluten Favoritenrolle. Auch wenn jetzt wieder ein Reversal kommt. Ja, und der ging schief. Sollte das gerade ein Avalanche Codebreaker werden oder was sah das für ein Ansatz? Und ich glaube, aber jetzt kann tatsächlich sein, das ist Rope Break. Das ist 100% Rope Break. Na gut, dann war es wohl doch kein Rope Break. Tja, also Yiannopoulos beendet hier diese Serie, dass die Undercard Wrestler alle ihren Titel verlieren. Glückwunsch dazu, auch wenn es jetzt irgendwie sehr, sehr schnell ging. Das war so dieser Sprungmove von Lawrence Miller, der hat ihm so ein bisschen dann das Match gekostet. Und ja, Yiannopoulos also weiterhin der Champion der Undercard-Szene von SmackDown. Dann würde ich sagen, wir gehen mal weiter und schauen uns an, was wir hier sonst noch so bei SmackDown zu sehen bekommen. Ja, wir hatten noch El Tigre gegen The Reaper Bryce. Da setzt sich The Reaper Bryce durch. Dann war AJ Lolo gegen Rainboy. Hier setzt sich AJ Lolo durch. Dann Fatjon gegen Joe Rue. Hier setzt sich Fatjon durch. El Drago gegen Elias in einem ECW-Match. Hier setzt sich Drago wieder durch. Dann hätten wir Revival gegen die Lucha House Party. Hier setzt sich die Lucha House Party durch. Dann haben wir Jonas gegen Cesaro im Begleiten von Sami Zayn und Shinsuke Nakamura. Setzt sich Jonas durch. Dann Baron Corbin gegen Halillo. Da setzt sich Halillo durch im Main Event. Ricardo Balesca gegen Roman Reigns. Hier setzt sich Roman Reigns durch. So, dann werden wir auch hier bei SmackDown fertig. Und dann schauen wir uns mal an, was wir hier bei unserem 24-7-Match heute bekommen. Mit R-Truth als amtierenden Champion. Und da haben wir dann das Match Sami Zayn, Arc Enemy, Fabsy, The Reaper Bryce, R-Truth als Champion und Aria Daivari. Dann schauen wir mal, wer sich am Ende durchsetzen wird. Allen natürlich viel Erfolg und los geht's. So, dann schauen wir. Und der erste ist raus. R-Truth ist raus. Aria Daivari, 24-7 Champion. Oha. Ja, die Abonnenten liegen dann da. So, jetzt Arc Enemy. Ne, haut ihn noch nicht raus. Jetzt kriegt er Hilfe von Reaper Bryce. Sollte jetzt Daivari rausfliegen? Ne, er rettet sich. Oh, er ist doch draußen. Arc Enemy amtierender 24-7 Champion. Also hätte jetzt Reaper Bryce ihm auch dabei geholfen, dass er rausfliegt, hätte trotzdem der Arc Enemy Champion gewesen, weil er eben zuerst angefangen hat da mit der Bewegung. So, und jetzt ist auch hier der... Ach, das ist Fabsy, das ist ja gar nicht Reaper Bryce. Reaper Bryce ist gerade rausgeflogen, Entschuldigung. Ja, Belly to Belly Suplex gegen Sami Zayn. Und jetzt kommt Fabsy. Tschüss, Sami Zayn. Das war jetzt hier wieder... Wieso von Tsubasa, der Distanzschuss. Einfach so viel Schmackes dahinter, da kannst du nur rausfliegen.
So, und jetzt klein gegen groß. Und er macht's nochmal hier. Diesen Pearl River Plunge. Grüße gehen raus an Arme Johnson. Was war das für ein Teufelskerl? Oh Gott, da bricht er zusammen. Reversal von Arc Enemy. 2,35 sind's noch. Oh, es wird gekontert. Und jetzt hat er eine Kontersperre. Und ich glaube, jetzt wird Arc Enemy gewinnen. Er hat doch keine Kontersperre. Ich dachte, er hat eine Kontersperre. Geil war, dass die Platzwunden-Animation schon kam, bevor der überhaupt den Kopf gegen ihn gestoßen hat. Sich schon wieder zusammen hat. Fabsi, hast du irgendwie deinem Charakter keine Ausdauer eingestellt oder was ist da los? Wieso steht der jetzt? Bricht schon wieder zusammen. Also ich gratuliere dann jetzt schon mal demjenigen, der ein Einzelmatch gegen Fabsi hat. Der kann ja keine zwei Moves ineinander zeigen. Ey, der ist ja hier wie Brock Lesnar oder wie Goldberg. Wer ist denn noch so ein König Babyöl, der nach ein paar Sekunden schon am Schwitzen ist? Ich glaube, das waren sogar die heftigsten Beispiele. So, und damit steht's fest. Arc Enemy haut dann Fabsi raus und krönt sich definitiv zum 24/7 Champion. Glückwunsch dazu. Ja, dann haben wir endlich wieder einen Abonnenten, der sich hier diesen Titel geschnappt hat. Jetzt sehen wir noch die Titelübergabe. Da hat der Ringrichter das gute Stück. Oh, da schubst er den armen Ringrichter weg. Was soll das denn? Gar nichts getan hier. Ja, also neuer 24/7 Champion, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. So, und ja, jetzt sind wir im Hauptmenü, weil ein Bluescreen nochmal dachte, hey komm, ich ärgere den jetzt nochmal. Aber wir haben auf jeden Fall alles hinbekommen. Ja, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst natürlich dem Video mal wieder einen Daumen nach oben da. Schreibt mir wieder euer Feedback in die Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat. Und ansonsten alle Informationen, die ihr wissen müsst, findet ihr in der Videobeschreibung. Außerdem natürlich auch noch meine Social Media Accounts, Facebook, Twitter, Instagram, Links zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal ein Follow da lasst. Ich wünsche euch dann jetzt allen noch einen schönen Samstag. Und ja, hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.